Moin, moin, liebe Trucker-Freunde. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir stehen in Vancouver. Ihr wisst, oder vielleicht auch nicht, vielleicht erinnert ihr euch dann, letzte Folge sind wir hier mitten in der Nacht reingetrudelt in Vancouver, im Vancouver selbst, an so einer Tankstelle. Da konnte ich nicht parken. Ich bin dann noch zu dem Autohof gefahren. Hab mich hier einfach abgestellt und dann war es auch schon 13:30 Uhr, Feierabend, aus die Maus, Mickey Maus. Wir haben es jetzt kurz nach 10:30 Uhr. Also irgendwas ist doch nicht normal, dass die Zeit so schnell geht. 44. Ich habe echt gerade angefangen, um 10 habe ich mir die Zeit gestellt und jetzt labere ich gerade 2, 3, nicht mal Minuten, eine Minute. Und mit allem drum und dran soll hier schon eine Stunde vergangen sein, das ist doch nicht normal. Also irgendwie vergeht die Zeit gerade hier viel, viel, viel zu schnell. Ich weiß nicht, ob das an dem Mod liegt, ich muss da mal Tom Diesel interviewen. Gut, nehmen wir mal so hin. Deswegen sind wahrscheinlich unsere Fahrzeiten auch relativ Makulatur. Aber deswegen müssen wir trotzdem Geld verdienen. Ich habe hier gefrühstückt in der Bude hier. Und Parkplatz, ja, wow, ist ein bisschen was los. Nichts Dickes. Und wir wollen mal starten. Ich habe noch nicht geguckt. Ich habe auch noch keine Runde gemacht. Was auf uns wartet, da drüben den Kollegen, da sollen wir die Finger von lassen, da sollen wir nicht hingehen. Würde mich ja stark interessieren, was es ist. Aber gucken können wir ja, ne? Solange wir nicht untergucken. Da bin ich ja gespannt, was uns hier erwartet. Wie gesagt, Vancouver, neues DLC. Hier der Eyecatcher. Ist eigentlich verweist von SCS auf ein neues Fahrzeug. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich weiß nicht, ob das der. Wie heißt der? Lion Star? Ist. Naja, gut. Kriegen wir zusammen ein Bild hin mit dem? Nee, ne? So ein bisschen über Eck vielleicht. Ah, da steht da hinten noch so ein anderer Peter-Bild. Naja, gut. Okay, lasst uns gleich mal rumgucken. Wir starten mal den Boliden. So, das Hämmerchen. Ah, sieht gut aus. Ja, Luft auch gut. Blinkt alles, sieht super aus. So, ihr seht es jetzt selbst da oben. Wieso habe ich hier 3 Meilen zu fahren? Ihr seht es jetzt selbst da oben. Es ist 12 Uhr. Wir haben nichts gemacht, außer den Weg hierher. Das soll jetzt eine Spielstunde gewesen sein. Also, irgendwas ist da. Ich werde gleich nochmal was versuchen. Ja, ich gehe mal ganz kurz nochmal in meine Modliste und dann geht's auch gleich los. So, liebe Leutchen.
ich muss mich gerade mal ein bisschen sortieren. Ja, das sieht gut aus. Das Mikro hängt. Oh, hier komme ich nicht raus, ne? Oder wie ist das? Ist auch egal. Fakt ist, wir haben eine. Turn right. Eine Ladung mit so ganz speziellen Spielsachen schon wieder. Die holen wir jetzt ab, fahren nach Wenatchee. Da waren wir ja schon mal, aber ich glaube, die Route dahin sowieso noch nicht gefahren. Das heißt, wir können wieder neue Strecken oder eine neue Strecke hier in Washington fahren. Ansonsten, ich habe modtechnisch die Mod-Anordnung mal ein bisschen geändert für den Eco-Mod, hat aber keine Auswirkungen. Und ich habe mir das eben dann mal durch den Kopf gehen lassen. Die letzten Touren habe ich, ich glaube zwei oder drei Stück waren es, habe ich mich ja schon immer gewundert, warum ich da so viel Zeit brauche. Und war es bei der. Was ist das denn? Ui. Bei der letzten Tour sind wir fast das Doppelte an Zeit gefahren, was eigentlich veranschlagt war. So dass ich das Gefühl habe, die Zeit läuft zur Zeit schnell. Ob das jetzt an dem Ego oder nicht, das, Gottes Willen, das weiß ich nicht. Ich habe aber gerade noch mal meine Modliste angeschaut. Ich habe nichts anderes drin. Gut. Da ich aber so mit der ganzen Sache zufrieden bin, und wir ja nur auch irgendwie nur fahren, alles andere können wir ja nun auch nicht, lasse ich das jetzt erstmal so. Werde dann aber zeitmäßig und so weiter das jetzt natürlich nicht so führen können, wie man das vielleicht eigentlich machen würde. Und dann müssen wir schauen. Bin mir nicht sicher, ob ich das auf meinem Zwei-Profil so hatte. Aber ich wüsste nicht, welcher Mod das jetzt sein sollte. Keine Ahnung. Ich meine, solange wir zeitlich immer noch, also von der Auftragszeit her kommen, ist alles soweit okay. Schwindelig. Keep left, then turn left. Ja, ich muss erstmal stoppen, Süße. Ja, das Thema, ich hatte das vor, was haben wir jetzt, also bestimmt vor 4-5 Folgen mal grob angerissen, vielleicht auch 6 Folgen.
das Thema, was wollte ich denn jetzt sagen? Na, Dingens. Toby Eye Tracking. Also da, wenn da jetzt jemand warten sollte drauf. Oh, habe ich noch nicht gemacht. Stand bringe momentan, das mache ich alles in Ruhe. Dafür, dass eigentlich das Sommerloch ist, geht ziemlich viel an Content voran, kann ich das so sagen? Das ist eigentlich Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Also es gibt viele Folgen, vielleicht freut es euch, dass ich so viele Folgen bringen kann. Zurzeit hätte ich gar nicht gedacht. Na, das ist doch unser Kollege, oder? Ist er? So, da gibt's. Wo bin ich denn? Frachtmarkt. Da gibt es bestimmt diese. Ah, hier, diese schwarze Box. Venacci. 267 die Meile. Sind 283 Meilen. Da, eigentlich 5 Stunden. 5,5 Stunden. Mal gucken, was wir dann letztendlich gefahren sind. Wo wollt ihr mich denn hier hin haben? Hä? Eigentlich doch hier hinten, habe ich gedacht, ne? Was denkst du? Denkst du? Oh nee. Das wird ja wieder. Oh, schaut mal da hinten. Schaut mal da hinten. Schick, schick, schick. Habt ihr es gesehen? Ich zeige es nochmal. Guckt dir diese. Also bei dieser Art Supermärkte war bisher immer hier unten parken angesagt. Hier an der Rampe oder an dem Tor. Immer. Seitdem wir dieses lange Geschütz dran haben, kriegen wir die unmöglichsten Ecken. Aber das ist alles Zufall. Alles Zufall. Wir haben es jetzt 2 Uhr. Wahrscheinlich durch die ganze Einparkaktion, die jetzt hier kommt, ist es schon 4, bis wir wegkommen hier. Geschafft. Ist ja auch schon was.
Schade, hätte ja klappen können beim ersten Mal. Erschrocken, weil die Wand da so kam. Na. Na, wir müssen uns ja hier nicht einkeilen. Ich weiß zwar nicht, wie sie mich hier beladen wollen, aber... Wenn die das so wollen, dann stellen wir uns da so hin. Jo, ging noch schneller als Haare waschen. So. Zack. Ja, ich schlo hier mal hier irgendwo stand doch hier auch eben einer, ne? Ach hier, er wartet schon im Stapler. Staplerfahrer Klaus ist das nämlich. Ah ne, da ist der andere, der da rumgelungert hat. Morning. Loading. I'm here for loading. Special toys. Okay, I have to go in the office. Thank you. Okay, er sagt, ich muss ins Büro. Gehen wir hier mal bei dem Lungefritzen hier vorbei. Morning. Gut, wir sehen uns gleich wieder und dann geht's weiter. Gut, ihr seid wieder mit dabei. Wir sind geladen, es ist, wir wollten ja gucken, 3.13 Uhr, also wir kommen noch relativ vernünftig hier weg, muss ich sagen. Lass mal schnell auf die Map gucken. Geht die 5 hoch, Tacoma, da sind wir noch nicht lang gefahren. Dann so, 90, 4, 5, oder 5, 4, 5, 90, 97, Wenatchee, oh, das wird mit E geschrieben, ich schreibe das immer mit I. Das muss ich mal ganz kurz ändern. Ja, habt ihr gesehen, wo ich weggefahren bin? War klar, die Dussels lassen mich natürlich da einparken, um dann zu sagen, nee, du stehst verkehrt. Ja. Egal. So, Sprit, dreiviertel voll. Ja, machen wir. Fünf Stunden. Ja, 5,5 Stunden. Mal gucken, was wir real verbrauchen. Was habe ich gesagt? Wie spät ist es? 3:15 Uhr. Oh, hier. Oh, Cobra. Gewicht ist auch noch okay. 14 Tonnen. Right. Hier sind wir schon mal gefahren. Auf den Abzweig. Oder? Doch, da kommt noch eine Ampel.
War das hier? Ja, ne? Ach, was weiß ich. Doch, ich glaube, hier waren wir weg. Guck mal, waren wir ja schon mal, genau. Kollegen, da müsst ihr aber ein bisschen früher absperren, also oha. Tja, liebe Leutchen, ihr habt's gesehen. Ich kann da nichts für. Ich mache hier mal den Warnblinkfritzen an und dann will ich hier mal ganz schnell rausgucken. Da ist der Bus reingedonnert. Mhm. Also KI-mäßig ist das noch nicht hier so. Aber ihr habt es gesehen. Kommt, dann machen wir mal ein Foto. Ihr habt es selber gesehen. Peterbilt's have wings. Gut, bringt uns nicht weiter. Ich melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe mich da mal kurz dahin gebeamt, wo ich hin wollte. So, wo müssen wir jetzt lang hier? Davor gab es auch irgendwie so einen hüpfenden LKW. Und ich weiß gar nicht wo, in irgendeiner Gruppe der zig Gruppen, die es da so gibt, da stand das auch drin, dass dieses LKW-Fliegen, so will ich es mal nennen, Manko ist noch zur Zeit. Aber ich denke mal, das wird SCS dann schon noch Dingens. Na, sag mal schnell. Ja, ihr wisst, was ich meine. Beheben. Beheben meine ich. Mit einem Update beheben. So, zu schnell sind wir auch mal wieder. Ja, ansonsten. Hurra, hurra. Halb 10 sollen wir da sein. Mittwoch. Und der Mittwoch ist dann ja letztendlich auch gelaufen, wenn wir da sind. Und dann haben wir noch Donnerstag, Freitag. Dann sehen wir mal zu, dass wir Richtung Eugene kommen. Und dann bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie die andere Kiste aussieht. Also Kollege, ich bin schon zu schnell. Also genau. Einscheren und abbremsen. Das sind die richtigen. Übrigens vor einiger Zeit in ein, zwei Folgen mal auf diesen sogenannten Double Mod hingewiesen. Das war so ein Mod, der hat, weil ich gerade den Double da abfahren sehen. Da waren die Doubles extra in den Verkehr
in den Verkehr integriert. Das scheint jetzt nicht mehr nötig zu sein. Ja, was? Was hab ich? Keep left. Was hab ich? Sag mal. Leute, 170 Euro Gutschreiben, die spinnen doch wohl. Also. Freunde. Keep left. Also, die schreiben wir uns gut. Please watch your speed. Naja. So. Jetzt schreiben wir uns das nochmal auf. 170 fahren. Also ich muss mein... Das mit dem Tontagebuch ist eine schöne Sache, aber das werde ich nochmal überarbeiten. 67.000 Pfund. Achso, ja. Wir sollten auch mal die kleine Gruppe nehmen.
habe ich irgendwie Mod rausgenommen. Ja, ich habe ein, zwei Mods rausgenommen. Keep right. Aber ist auch egal. Wir müssen das ja nicht so haben, dass es da unten scheint, ne? Vielleicht kommt es auch erst im Dunkeln. Aber ich dachte, dass wir auch schon im Hellen. Ja, ich habe mal so ein bisschen Flurbereinigung gemacht in der Modliste. Ja, Grete. Und da sind so drei, vier Sachen rausgeflogen. Waren wir hier schon? Ne, sieht nicht so aus, ne? Kommen wir jetzt hin hier. Ah, sieht wieder nice aus. Hallo? Wieso rückwärts? Ah, hier ist auch schon keiner mehr. Läuft wieder alles automatisch. Container schubsen, das wäre hier auch noch so mein Ding.
So, sollen wir denn noch im Zeitplan? 10 Uhr, boah. Mal noch. 10 Uhr sollen da sein. Wann sind bloß 4? Ja, ist ja gut. Du meinst es ja nur gut, ne? Du bist ja eine ganz Liebe eigentlich. Machen wir. Wir exiten right. Das ist hier wieder eine Streckenführung.
Meine Lieblingsdisziplin, rückwärts fahren mit 53 Fuß im Dunkeln, Spread Axel. Jetzt ist es nicht ganz so dunkel, das geht noch. Wenn der Positionslichter hätte, der Trailer. Ein bisschen Trucker Stolz haben wir auch noch, ne? Wir wollen uns auch noch vernünftig hinstellen. So. So, dann werden wir für die Kollegen mal aufmachen. Ja, Freunde, so kann man einparken, wenn man will.
Gut, machen wir mal die Türen auf. Gut, na komm. Ranfahren. Okay, ich lade die dann gleich aus. Okay. So, er hat gesagt, geht gleich los. So soll's sein. Gut. Bremse, Köpfchen, Motor. Und wir sehen uns. Jo Leute, also, wir sind leer. Und jetzt lasst uns mal schnell schauen. Also dadurch, dass ich ungern in der Nacht fahre, möchte ich auch... Ach, da waren wir ja doch schon, ne? Ist ja die... wo die Felsen so hoch gehen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, warum für 280 Meilen, warum wir da so viel Zeit brauchen. Oder unsere Zeit da so schnell weggeht, weiß ich nicht. So, es macht jetzt aber auch keinen Sinn, noch was aufzunehmen, also auch pennen letztendlich, und folgentechnisch ist das auch alles so cool dann. Deswegen werden die vielleicht dann nicht ganz so lang. Das ist für mich vom Hochladen her dann ein bisschen einfacher. Aber dann haben die einen halbwegs vernünftigen Abschluss, die Folgen. Und ja, dann sind sie halt nicht ganz so lang. Dafür gibt es dann nochmal wieder irgendwann überlange Folgen. Prepare to turn right. Jo, ich prepare. Turn right. Ja, ja. Ja, das war doch hier die Aktion mit der Bahn, ne? Aber ich habe jetzt auch irgendwie keinen Bock mehr hier. Was, jetzt fängt es an zu regnen hier, oder wie? Gut, liebe Leutchen. Oh, ich wollte eigentlich nochmal an die Tankstelle darüber. Ich muss irgendwie noch mal da schnell für, ihr wisst schon. Oh, das wird ja wieder eine Nacht hier. Oh. Oh, ja genau, Gewitter noch hier. Kommt schnell rüber. Schnell, 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 schnell. Oh. Oh, da können so alte Trackerbeine noch ganz flink sein. So, liebe Leute, das war's für heute, für die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heute hat es mit dem Einpacken ja mal ein bisschen besser geklappt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Mal gucken, was dann passiert. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Chris.